Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Dieser Dad Video auf meinem Kanal. Strompreise verdoppelt, Gaspreise verdreifacht. Also für eine Familie ist das schon eine ganz schöne Belastung. Deswegen geht es heute in diesem Video um 7 Maßnahmen, die ich zum Energiekostensparen mit meiner Familie umgesetzt habe. Natürlich betreffen die Sachen auch Nichtfamilien und sicherlich ist das eine oder andere auch jedem schon bekannt. Ich hoffe, ihr habt trotzdem ein bisschen Inspiration in diesem Video. Thema Nummer 1, das Duschen. Warmwasser kostet ziemlich viel Energie. 7-10% der Heizkosten gehen aufs Warmwasser. Bei uns war das schon immer ein Streitthema, dass die Kinder und die Jugendlichen vor allem sehr gerne, sehr lang und ausgiebig duschen. Auch mal so 10, 15 Minuten. Ich habe aber auch einen Erwachsenenfreund, der hat mir früher immer gesagt, ja, er braucht morgens immer erstmal 20 Minuten unter der warmen Dusche, um zum Wachwerden. Wenn man nun aber weiß, dass 10 Minuten Duschen 150 Liter Wasser sind, dann kann man sich überlegen, ob man nicht vielleicht auch auf andere Weise wach werden kann. Da ist also ein ordentliches Sparpotenzial. Spartipp Nummer 1 zum Thema Duschen ist tatsächlich, Duschen ist vielleicht nicht Wellness, sondern Körperpflege. Und dafür genügt tatsächlich auch der Waschlappen. Da hat der Kretschmann, der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, schon recht. Man muss gar nicht immer duschen. Ich mache das ziemlich regelmäßig mit dem Waschlappen. Und jetzt denken manche, das ist aber unhygienisch. Nun, ich habe meinen Zivildienst gemacht in der Pflege und da hat man gar nicht die Zeit, jeden Tag zu duschen. Und da haben wir das eigentlich ziemlich gut gelernt. Man sollte jetzt mal nicht unbedingt in der Po-Ritze anfangen zu waschen, sondern umgekehrt so von sauber nach dreckig gehen. Von oben vom Gesicht bis zum Oberkörper und dann erst den Unterkörper waschen. Und so ein Waschlappen hat sogar 2 Seiten für Seife und für wieder sauber machen. Also Waschlappen ist tatsächlich gar keine schlechte Idee und spart viel Wasser. Wenn man dann doch duschen will, habe ich folgenden Tipp. Ich habe nämlich diese Duschuhr gekauft. Diese Duschuhr zeigt an, wie viel Wasser man verbraucht beim Duschen und wie warm das Wasser ist. Das ist einfach nur so fürs Bewusstsein. Die Elektrizität bezieht die Duschuhr aus dem Wasserdruck selbst. Bei uns ist dadurch ein bisschen zu wenig Druck gewesen, um auch noch Haare zu waschen. Deswegen musste ich auch noch diesen Duschkopf hier oben ersetzen, sodass wir hier wieder den Druck ausgleichen, dass es wieder reicht zum Duschen. Interessant, wenn man mal einfach so sieht, wie viel Wasser man verbraucht. Ich habe festgestellt, ich brauche 4 Liter zum Nassmachen und dann nochmal 4 Liter, um hinterher die Seife wieder abzuspülen. Ich komme also unter 10 Liter aus mit dem Duschen. Zugegeben, ich habe auch keine Haare, die ich waschen muss. Die weiblichen Bewohnerinnen dieses Hauses, die brauchen auch diese 10 Liter oftmals nur für die Haare. Trotzdem ist mein Eindruck ganz eindeutig, die Awareness ist gestiegen und auch die Kinder duschen jetzt deutlich kürzer und sind trotzdem noch sauer. Die Duschuhr kostet 30 Euro, der Duschkopf kostet 13 Euro und ich habe euch die Links in die Beschreibung gepackt. Wenn dann geduscht ist, dann ist im Badezimmer oft eine ganz schöne Dampfsuppe und damit kommen wir zum zweiten Tipp. Was machen wir mit dem Lüften nach dem Duschen? Ihr kennt die Situation, alles ist beschlagen, der Spiegel, die Kacheln, die Fenster, hohe Luftfeuchtigkeit, das hat auch Schimmel gegeben an den Kacheln. Das heißt, man muss natürlich nach dem Duschen lüften, wenn man keine Abluftanlage hat. Aber das ist auch schon seit 20 Jahren so, seit ich in diesem Haus wohne. Oft merkt man erst nach Stunden, wenn man wieder ins Badezimmer kommt, oh, da hat jemand das Fenster aufgelassen und hat es vergessen zuzumachen. Und die letzten 12 Stunden habe ich leider nicht das Badezimmer geheizt, sondern den Garten. Das hat mich schon immer sehr geärgert und ein erster Lösungsversuch war ein laminiertes Schild am Fenster. Da hatte ich Geldscheine drauf abgedruckt und da stand, du sollst das Geld nicht zum Fenster rauswerfen, mach das Fenster wieder zu nach 10 Minuten. Der Versuch also mit Appellen, wie bei vielen Appellen, war fruchtlos. Deswegen habe ich die technische Lösung jetzt umgesetzt. Ihr seht hier einen Eve-Kontaktsensor für Türen und Fenster, der praktisch ein Signal gibt, wenn ich das Fenster öffne und wenn ich es wieder schließe. Und über die Home-App kann ich das mit einem smarten Heizkörperthermostat, in meinem Fall von Tado, koppeln. Und was jetzt passiert ist, immer wenn jemand das Fenster öffnet, geht die Heizung aus. Wenn man das Fenster wieder schließt, geht die Heizung wieder an. Und somit ist dieser Ärger fürs Erste gebannt. Den Eve-Kontaktsensor verlinke ich euch auch unten. Über die Thermostate sprechen wir noch im weiteren Verlauf. Denn das Thema Heizung ist natürlich eines der wichtigsten Themen, wenn es um Energiekostensparen geht. 70-80% des Energiebedarfs gehen im privaten Haushalt aufs Thema Heizen. Wie man eine Heizung richtig einstellt, das ist eine ausführlichere Sache. Das werde ich in weiteren Videos sicherlich auch mal ansprechen. Heute einfach nur mal 2 allgemeine Tipps zum Thema Heizen. Das eine ist, Wärme ist Gewohnheit. Man kann auch weniger heizen. Und meine Erfahrung ist, Töchter, Ehefrauen oder Partnerinnen sind meistens dagegen. Die bestehen auf ihren 22 Grad im Wohnzimmer. Ich habe es dieses Jahr einfach mal so gemacht. Ich habe halt gesagt, nee, es gibt nur 20. Und das Erstaunliche ist,
Ja, nach ein paar Tagen hat man sich daran auch gewöhnt und findet 20 Grad eigentlich auch genug. Hätte ich vorher nicht unbedingt geglaubt, ist aber wirklich so gewesen. Spartipp Nummer 2 zum Heizen ist natürlich, wie kann ich verhindern, dass ich Räume heize, in denen keiner ist? Zum Beispiel, die Kinder meiner Partnerin sind eigentlich jeden Tag bis 16 Uhr in der Schule, die brauchen gar keine Heizung. Für mich ist die Lösung, dass ich smarte Thermostate von Tado installiert habe im ganzen Haus. Die kosten um die 70 Euro pro Stück inklusive der Bridge, wenn man zum Beispiel jetzt bei Black Friday ein Sonderangebot ergattert hat. Und mit denen kann ich zentral, auch wenn ich gar nicht zu Hause bin, die Temperatur der einzelnen Räume steuern. Ich habe auch einen programmierbaren Zeitplan, zum Beispiel bei den Kindern wird kurz bevor sie nach Hause kommen aus der Schule um 16 Uhr die Temperatur erhöht, wenn sie mittwochs oder freitags früher aus der Schule kommen, dann auch früher und am Wochenende wird es schon am Vormittag warm. Es gäbe auch eine Kindersicherung, sodass ich verhindern kann, dass man überhaupt die Heizkörper selber einstellt, aber ich bin schon der Meinung, wenn jemand friert, dann soll er auch heizen dürfen. Aber ab dem nächsten programmierten Zeitpunkt geht es dann auch wieder im Plan weiter. Nettes Feature ist auch, wenn die Fenster geöffnet sind, bekomme ich eine Meldung, soll ich die Heizung ausschalten, dann kann ich mir überlegen, wenn ich zu Hause bin, mache ich das Fenster wieder zu. Oder schalte ich aus der Ferne die Heizung aus. Was auch praktisch ist, wenn man mit der Familie zum Beispiel in den Urlaub fährt, im Herbst letztes Jahr waren wir zum Beispiel eine Woche weg, dann lohnt es sich ja durchaus auch mal nicht zu heizen zu Hause. Wir haben also das Haus auf 15 Grad Temperatur absinken lassen. Ich habe noch aus der Entfernung geschaut, es war okay mit der Luftfeuchtigkeit. Und so haben wir die ganze Woche nicht heizen müssen zu Hause. Auf dem Rückweg habe ich dann kurz hinter Stuttgart, also so 1,5 Stunden bevor ich zu Hause bin, über die App wieder den Normalbetrieb eingestellt und als wir nach Hause kamen, war das Haus warm. Unsere Gastherme ist nicht digitalisiert, deswegen mache ich es über die Tado smarten Heizkörperthermostate, die ich euch natürlich ebenfalls unten verlinkt habe. Das vierte Thema, was wirklich wichtig ist, wie verhindern wir, dass unnötig Energie verschwendet wird? Nämlich durch Lichtanlassen auf der einen Seite oder durch Lüften oder Türen offen lassen oder Fenster offen lassen auf der anderen Seite. Das ist ja der Klassiker. Irgendwo ist ein Fenster auf oder die Türen sind immer offen und die Räume werden dann kalt oder in einem Raum, in dem gar keiner ist, brennt trotzdem noch stundenlanges Licht. Natürlich gibt es eine klare Regel, wer aus dem Zimmer geht, für längere Zeit macht das Licht aus und hinter sich die Türe zu. Es gibt auch noch die Regel, Fenster werden nie gekippt. Entweder man macht sie ganz auf, das ist eben fürs Stoßlüften oder Querlüften mal 5 oder 10 Minuten am Tag sehr gut, aber sie werden nicht gekippt, weil das ist praktisch die Dauerverschwendung. Soweit zur Regel. Ihr könnt euch vorstellen, wenn ihr auch Familien seid oder eine Familie habt, Regeln sind dafür da, dass sie nicht eingehalten werden. Es ist eigentlich hoffnungslos. Also besonders beliebt, ich komme von einem Termin oder vom Arbeiten nach Hause am Abend und komme nach Hause und sehe erstmal, die Wohnzimmertür steht sperrangelweit auf und im Wohnzimmer ist es kalt. Also hat wieder irgendjemand von den Kindern was gebraucht, auch aus dem Wohnzimmer erstmal kurz reingegangen, was rausgeholt und dann vergessen, die Tür zu machen. Kaltes Wohnzimmer, super Sache. Früher habe ich das mal versucht dadurch zu lösen, dass ich da tatsächlich so ein Gewicht, so einen kleinen Sandsack hingehängt habe und über eine Umlenkrolle dann dafür gesorgt habe, dass die Tür grundsätzlich immer wieder zugezogen wird. Das war erstens mal nicht schön, zweitens hat es nicht immer funktioniert und drittens jetzt an alle Türen, Zimmertüren, so einen Sandsack machen, ist jetzt auch nicht die Lösung. Die Lösung, die ich momentan verfolge, ist, die Kinder nerven. Also jedes Mal, wenn jemand irgendwo die Tür auflässt oder das Licht anlässt, dann rufe ich ihn, egal wo er gerade im Haus ist oder im Garten oder am Spielen, her. Dann muss er kommen, muss es selber ausmachen und zumachen. Das ist für mich anstrengend, aber ich habe die Hoffnung, wenn ich die Kinder genügend nerve, dann werden sie es irgendwann mal tun. Technische Umsetzung habe ich mir überlegt. Schick wäre natürlich, wenn ich Lichtschranken anbringen würde an die Türen und Alexa würde dann immer sagen, wenn jemand rausgeht, mache das Licht aus und die Türe zu. Zum fünften Punkt. In meiner Familie sind ja auch meine eigenen Kinder, die schon größer sind und nicht mehr zu Hause wohnen. Studenten zum Beispiel wohnen ja oft in WGs oder haben so einen Pauschalpreis. Und jetzt kann es ein böses Erwachen geben, wenn man nicht vorher jetzt schon mal sich überlegt, wie viel davon sind denn Energiekosten, weil die könnten sich potenziell verdoppeln. Eine wunderbare Investition in diesem Zusammenhang ist so ein Energiemessgerät, was ich euch hier einblende. Damit kann man nämlich Stromfresser mal aufspüren. Einer der Hauptstromfresser im Haushalt sind technische Geräte, Unterhaltungselektronik, Konsolen, Server, Gaming-PCs, große Bildschirme und so weiter. Das ist bei mir jetzt überhaupt kein Problem, weil ich habe das alles nicht. Bei den Kindern kann man mal gucken, ein Bewusstsein dafür schaffen, dass man vielleicht nicht alles in 4K auf dem Riesenbildschirm gucken muss. Und die zweiten großen Energiefresser im Haushalt sind
Großgeräte, die den ganzen Tag laufen, Kühlschränke, Eisschränke. Zu den Kühlschränken komme ich gleich im nächsten Tipp nochmal. Bei Eisschränken kann man sagen, naja, vielleicht so junge Leute, die könnten auch auf den Markt gehen und sich frische Sachen holen und müssen vielleicht den Eisschrank oder die Eisfächer gar nicht benutzen. Das würde schon einiges sparen, weil das ist eine permanente Dauerleistung, die sich dann, wie wir im nächsten Punkt sehen werden, doch auch ja, zu ordentlichen Summen ansammelt. Dieses Energiemessgerät ist einfach wichtig, um zu gucken, wo sitzen meine Stromfresser. Das kostet 17 Euro und ich habe es euch auch unten verlinkt. So, zum sechsten sind wir nochmal beim Thema Kühlschrank. Das betrifft einerseits die Kinder, weil in WGs stehen oft die ältesten Kühlschränke, die man noch so gefunden hat. Und andererseits betrifft es auch meinen Vater, der gehört nämlich auch zur Familie, weil da hast du dann auch häufig Geräte, die eben 20, 25 Jahre alt sind. Man unterschätzt oft, welchen Anteil so Dauerverbraucher an den gesamten Stromkosten haben. Wenn da mal, keine Ahnung, der Wasserkocher angeht oder der Backofen angeht oder der Staubsauger, die haben 1000, 2000 Watt, okay, aber das ist ja immer nur ganz kurz. So ein Kühlschrank läuft 365 Tage, 24 Stunden. Und wenn der ein bisschen mehr oder weniger verbraucht, dann macht das schon ganz schön was aus. Zum Beispiel hier der alte Quelle-Kühlschrank von meinem Vater, der verbraucht 180 Watt. Wenn man das dann mal 24 Stunden mal 365 Tage rechnet, kommt man auf 1576 Kilowattstunden. Das ist im Grunde ein Drittel mindestens des gesamten Verbrauches, die in so einem 1-2-Personen-Haushalt sind. Bei den ab Januar gültigen neuen Strompreisen entspricht es ungefähr 820 Euro im Jahr, weil wir bezahlen jetzt dann 52 Cent pro Kilowattstunde. Da kann man sich jetzt ausrechnen, wenn man einen Kühlschrank kaufen würde, der, sagen wir mal, Energieklasse B nach den neuen Regeln ist und vielleicht 120 Watt statt 180 Watt verbraucht, dann spart er im Jahr 280 Euro Strom und ist im Grunde nach 3 Jahren bezahlt. Zu diesem Thema habe ich mal ein eigenes Video gemacht und das verlinke ich euch hier oben. Und der siebte Tipp, der betrifft auch nochmal meinen Vater, weil bei dem sind auch die Fenster sehr alt. Das sind nicht so Doppelglas-Isolierfenster, sondern so mit diesen zwei Gläsern, die man aufmachen kann und dann drinnen putzen und so weiter. Ihr kennt das alles. Die haben natürlich eine super schlechte energetische Bilanz. Da geht viel Energie raus. Das Problem ist, man kann das nicht so ohne weiteres neu machen. Das kostet richtig ein Schweinegeld. Da sind auch große Fensterflächen dabei, Schiebetüren und so weiter. Das kostet fünfstellige Beträge. Die sind vielleicht gerade nicht vorhanden. Aber mein Vater hat Rollläden und Rollläden können die Isolierwirkung von Fenstern um 20-30% erhöhen, einfach nur indem man sie runter macht. Das heißt, mein Tipp, wenn es draußen dunkel geworden ist, einfach die Rollläden runter machen, es ist sowieso dunkel. Was meinen Papa betrifft, ist das Problem, dass das Rollladen hoch und runter machen zu schwer für ihn geworden ist. Ich selber kann auch nicht hinfahren, deswegen denke ich im Moment darüber nach, ob ich auch die Rollläden bei meinem Papa elektrifiziere, dann kann ich sie sogar aus der Ferne steuern oder sie gehen automatisch bei Dunkelheit runter. Von Mitte Juni bis Mitte November 2021 habe ich am Tag im Durchschnitt 3 Kilowattstunden Gas verbraucht. Dieses Jahr 0,5 Kilowattstunden. Das ist natürlich deutlich weniger, hat zugegebenermaßen auch was damit zu tun, dass der Oktober dieses Jahr einer der wärmsten Oktober in der letzten Zeit war. Überhaupt haben wir einen ziemlich warmen Herbst in diesem Jahr gehabt. Trotzdem, auch wenn man das abzieht, würde ich mal sagen, naja, also ein Siebtel von dem letztjährigen Verbrauch in dieser Zeit, ein bisschen was wird sicherlich auch auf diese Maßnahmen zurückzuführen sein, die ich euch gerade vorgestellt habe. Wenn ihr einfach umzusetzende Tipps zum Thema Energiekostensparen habt, schreibt sie mir gerne hier unten in die Kommentare. Ich bin immer interessiert an neuen Möglichkeiten. Like dieses Video bitte unbedingt und lasst mir ein Abo hier, weil immer noch nur 15% aller Zuschauer ein Abo bei mir haben. Und das wäre einfach viel besser auch für den Algorithmus, wenn ihr euch einfach kurz anmeldet und mir ein Abo gebt. Danke dafür und ich freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin, euer Dieser Dad.